Hallo und willkommen zur Erdbeerwoche-Fragestunde. Wir sind heute zu Gast bei Dr. Eva-Lena Rothe. Hallo Eva. Kommen wir zum Thema Ausfluss. Das ist etwas, was sehr viele junge Mädchen, aber auch erwachsene Frauen beschäftigt. Mhm. Es beginnt ja eigentlich schon beim Wort selbst. Es kursieren da verschiedene Begriffe von Ausfluss über Zervixschleim bis hin zu Scheidensekret, Vaginalsekret. Mhm. Was ist denn jetzt eigentlich der richtige Ausdruck für einen gesunden Ausfluss, für sozusagen das, was da eigentlich ja täglich aus uns rauskommt? Also der medizinische Fachbegriff für den gesunden Ausfluss ist der Fluor vaginalis und der ist physiologisch, das heißt natürlich, jede Frau hat Ausfluss. Die eine mehr, die eine weniger. Vor allem zyklusabhängig darf man Schwankungen beobachten und jede Frau wird, wenn sie es genau beobachtet, merken, dass sie rund um den Eisprung einfach einen anderen Ausfluss hat als kurz vor der Regel oder kurz danach. Also das ist physiologisch und normal. Solange das weißlich milchig ist, sage ich immer, ist der normal, auch wenn er mehr ist als bei anderen vielleicht. Ja. Da wären wir schon bei dem Thema, welcher Ausfluss ist denn genau normal? Wie sieht ein gesunder Ausfluss aus? Wie riecht der auch? Also der physiologische Ausfluss ist der Fluor albus, also der Weißfluss sozusagen, der einen leicht säuerlichen Geruch haben darf. Warum? Weil die Scheide sauer ist. Der pH-Wert der Scheide ist sauer durch die guten Lactobacillen, die dort sind und dort auch hingehören. Also eine gesunde Scheide ist sauer und dementsprechend kann der Ausfluss auch ein bisschen säuerlich riechen. Und welcher Geruch wäre jetzt wirklich problematisch oder eben wie sieht ein krankhafter Ausfluss aus? Krankhaft ist der Ausfluss dann, wenn er unangenehm riecht im Sinne von fischig. Das ist der häufigste Geruch, also fischig. Und wenn sich die Konsistenz verändert und die Farbe. Konsistenzveränderung meine ich, wenn das so topfig wird, bröckelig, das ist nicht normal, das spricht dann eher für einen Pilz. Wenn sich das in Richtung grünlich verändert mit fischigem Geruch, kann das eher eine bakterielle Vaginose sein. Und dann ist natürlich Handlungsbedarf gegeben, das ist dann nicht normal. Das sollte man dann wahrscheinlich auch ärztlich abklären. Ja. Wenn wir noch kurz beim Thema Geruch bleiben, Menstruationsblut und der Geruch ist ja auch so ein Thema. Oftmals wird uns ja suggeriert, auch durch die Werbung, wir duften da eigentlich nur nach Lavendel oder Blumen und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das nicht normal. Ja. Ist es normal, dass Menstruationsblut auch riecht und wenn ja, wie kann es riechen oder was kann denn auch für den Geruch von Menstruationsblut verantwortlich sein? Also wenn man das einmal selber beobachtet hat, dann weiß man, Blut ist keine geruchlose Substanz, sondern Blut riecht allgemein und deshalb darf natürlich Menstruationsblut auch riechen. Also kann das zum Beispiel auch damit zusammenhängen, was ich esse, ob ich jetzt zum Beispiel viel Eisen solche Dinge? Damit kann man das mit der Nahrungsmittel, also mit dem, was man konsumiert, kann man den Geruch natürlich minimal beeinflussen. Das ist ganz normal. Kann denn ein Scheidenpilz auch von allein weggehen oder muss man den wirklich immer behandeln oder muss man das immer ärztlich abklären? Es kommt auf die Heftigkeit des Scheidenpilzes drauf an, weil ein Pilz entsteht dann, wenn die Scheide nicht sauer genug ist, wenn zu wenig Lactobacillen da sind. Wenn ich das im Anfangsstadium merke, kann ich das sehr gut mit milchsäurehaltigen Vaginalgels oder Vaginalzäpfchen behandeln und in dem Fall den Pilz vielleicht sozusagen selber therapieren. Wenn der Pilz zu stark ist, also wenn er zu sehr in der Scheide gewachsen ist, dann muss man das medikamentös mit einem sogenannten Antimykotikum therapieren. Okay. Ja, wir sind am heutigen Ende der Erdbeerwoche-Fragestunde angelangt. Was würde dich denn noch speziell interessieren? Vielleicht hast du noch eine Frage oder auch eine Anmerkung. Schreib uns das in die Kommentare. Vielen Dank, Eva, an dich, wie immer, für die kompetente Auskunft und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.